Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Nach langer Pause bin ich wieder für euch da. Ich hatte ja geschrieben, was die Gründe dafür sind, dass ich so lange nicht anwesend war und keine Videos machen konnte. Ich hatte die Hand verstaucht. Es ist auch immer noch so ein bisschen ungelenk alles. Es ist auch noch zu allem Überfluss die rechte Hand. Aber ich denke, es wird jetzt gehen und ich zeige euch heute einen wunderbaren herbstlichen Apfelschmandkuchen. Und ich denke, das ist ein super schöner Start in einen goldenen September. Als erstes bereiten wir uns einen schönen Mürbeteig zu. Das muss rasch vonstatten gehen, denn umso mürber wird nachher der Teig auch ausfallen. Das Mehl in eine Schüssel geben, den Zucker hinzu. Und da könnt ihr mehr oder weniger verwenden. Das ist so ein bisschen Ermessenssache, das Ei. Und die in kleinen Stücken kalte Butter. Etwas abgeriebene Zitronenschale nach Belieben. Ihr könnt aber den Teig auch anders aromatisieren, zum Beispiel mit Vanille oder mit was euch zu den Äpfeln zu passen scheint. Ich finde, Zitronenschale passt ganz gut. Dann natürlich eine Prise Salz. Und jetzt können wir das Ganze entweder mit den Händen oder mit den Knethaken des Rührgeräts verkneten, bis sich ein schöner Mürbeteig ergibt. Ich mache das eigentlich so, dass ich das Ganze in den Thermomix schmeiße und in 40 Sekunden ist das ein Mürbeteig. Aber damit ihr seht, wie es funktioniert, werde ich das Ganze jetzt mit den Knethaken machen und dann am Schluss den Abschluss wie immer mit der Hand. Die Mengenangaben für dieses Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken. Los geht's! Wenn das Ganze so eine krümelige Masse ergeben hat oder auch so eine Art Streusel, dann könnt ihr mit den Händen den letzten Schliff geben. Dann hat man auch das beste Gefühl dafür. Das sieht jetzt ungelenk aus, einfach weil mir die Hand noch ein bisschen wehtut. Ich habe mir da wirklich zwei meiner Finger verstaucht. Aber trotzdem finde ich, mit der Hand hat man das beste Gefühl für den Teig, wann er richtig ist. Und nicht zu lang kneten, denn je kürzer ihr knetet, desto mürber bleibt der Teig und desto leckerer ist er dann am Ende. Also sobald sich das Ganze hier zu so einem Ballen dann formt, seid ihr fertig sozusagen. Ihr müsst auch nichts weiter zufügen an Flüssigkeit. Das würde den Teig nur zu Ungunsten verändern, sondern wirklich einfach so lange kneten, bis der Teig eben geschmeidig ist. Und dann kann er schon in die Form gegeben werden und muss dann einfach in der Zeit, in der wir uns den Apfelpudding zubereiten, etwas ruhen. Und zwar am besten kalt. Er kann auch gerne in den Tiefkühler gegeben werden, damit er dann beim Backen nicht schrumpft. So, und ihr seht, wunderschön, der Mürbeteig ist fertig. Man kann den auch am Tag vorher zubereiten und etwas ziehen lassen, das ist auch möglich. Dann einfach flach drücken in der Schüssel, abdecken und im Kühlschrank ziehen lassen. Das geht auch bis ein, zwei Tage vorher, überhaupt kein Problem. Und er lässt sich auch problemlos einfrieren. Wir werden ihn aber jetzt gleich in unsere Form geben, 26 cm Springform, und ihn dann kalt stellen. So, man kann den Teig jetzt ausrollen oder ihn einfach, und das habe ich von meiner Großmutter so gelernt, in die Form drücken. Die Form muss jetzt nicht groß gefettet werden. Der Teig ist fettig genug durch die viele Butter, die drin ist. Und meine Großmutter hat das auch immer so gemacht. Ich zeige euch das jetzt so. Einfach von der Mitte her zu allen Seiten gleichmäßig drücken und dann einen kleinen Rand hochdrücken. Und schon hat man den Teig in der Form und muss sich nicht ums Ausrollen scheren oder eine Arbeitsfläche bemehlen und wieder sauber machen. Also das ist ganz easy dann. Klappt jetzt mit der Hand natürlich nicht so gut. Wenn ihr den Teig schon länger gekühlt hattet, dann könnt ihr ihn auch ausrollen.
vorher noch mal kurz akklimatisieren lassen und ihn etwas durchkneten. Dann lässt er sich ausrollen. Aber ich finde es immer so umständlich, deswegen mache ich das ganz einfach so. Und um den Rand hochzudrücken, einfach wirklich gucken, dass man eben einen Teil von dem Teig zum Rand hin drückt. Und ihn dann hochziehen. Wunderbar, das Ganze kann jetzt noch verfeinert werden. Man kann es noch glätten, indem man einfach nochmal rüber geht. Nehmt euch dafür Zeit und schaut auch, dass da keine dicke Stelle entsteht an dieser Übergangsstelle von Rand zu Boden. Das ist oft so eine dicke Stelle, das ist immer so ein bisschen, schmeckt da nicht so gut und ich finde es auch optisch nicht so schön. Deswegen gehe ich da noch mit dem Finger nochmal einmal lang oder von mir aus auch mit einem Werkzeug, egal. Sodass man hier wirklich einen schönen Übergang hat. Und ihr seht, wunderbar. Und jetzt gehe ich noch einmal ringsrum und drücke nochmal hoch. Und dann ist die Form fertig vorbereitet. So, wunderbar. Die Form ist fertig und wir stellen sie uns jetzt einfach kalt und bereiten in der Zeit unsere Apfelpuddingfüllung vor. So, und für die Füllung müssen wir natürlich uns die Äpfel schälen, entkernen und klein schneiden, entweder in Spalten oder in Würfel. Ich ziehe immer Würfel vor, aber ihr könnt auch Spalten verwenden. Und das Ganze wird beträufelt natürlich mit Zitronensaft, mit dem Saft einer Zitrone, damit die Äpfel nicht braun werden. Das ist jetzt hier nicht der beste Schäler in unserem Haus, merke ich gerade. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving. Ich habe jetzt hier säuerliche Äpfel und das solltet ihr auch gucken, dass ihr säuerliche bekommt. Also zum Beispiel Cox oder andere Sorten, die eher für das Backen geeignet sind. If I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving. Also ich muss zugeben, ich bin mit der Hand jetzt wirklich nicht gerade sehr arbeitsfähig, immer noch nicht. Hier dieser Finger und der sind beide verstaucht gewesen. Und wir brauchen natürlich noch etwas Zitronensaft für die Äpfel, damit sie nicht braun werden. Also immer zwischendurch so ein bisschen Zitronensaft drüber träufeln, damit die Äpfel einfach schön bleiben. So, alle Äpfel sind geschält und geschnitten. Und jetzt kommt noch die restliche Zitrone oben auf. Das gibt dem Ganzen ja auch nochmal einen schönen frischen Geschmack. Und jetzt können wir uns mit dem Vanillepuddingpulver und dem Apfelsaft den Pudding kochen. Und dann geben wir die Apfelstückchen einfach noch dazu. Dann ist unsere Füllung fertig und wir können die Torte auch schon backen. Für den Pudding werde ich mir jetzt das Puddingpulver, ich habe hier so einfach ein Vanillepuddingpulver, ganz normales, feiner Bourbon-Vanillepudding. Das werde ich mit dem Zucker in einen Topf geben. Wir nehmen da einfach zwei Päckel, damit die Füllung schön hält. Und 100 Gramm Zucker. Wer möchte, kann weniger noch verwenden oder auch mehr. Und auch je nach säuerlichem Apfel, den ihr verwendet. Je säuerlicher, desto mehr Zucker. Ich habe jetzt 100 Gramm. Ich denke, das reicht. Das Ganze schön vermischen.
Und dann rühren wir das Ganze schon an mit dem Apfelsaft. Kalter Apfelsaft. So ein bisschen war es, noch nicht das Ganze. Einfach damit das Pulver schon mal aufgelöst ist und keine Klümpchen entstehen. Jetzt können wir den restlichen Apfelsaft hinzugeben und das Ganze erhitzen und zu einem Pudding kochen. Und wer mag, kann jetzt hier noch die restliche Zitronenschale hinzugeben. Ich nehme nämlich das Ganze, den Rest trockne ich mir auf einem Tellerchen, kann ich für das nächste Törtchen verwenden. Ich reibe mir immer die ganzen Zitronen ab und trockne die dann einfach auf einem Teller schön ausbreiten, damit nichts schimmelt, einen Tag stehen lassen oder zwei in der Küche und dann abfüllen in ein kleines Gläschen. Das Ganze jetzt erhitzen und wie gesagt einen Pudding kochen, die Äpfel unterheben, dann ist unsere Füllung schon fertig. Den Pudding unterrühren, aufkochen und eine Minute kochen lassen. In der Zwischenzeit habe ich mir auch schon den Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt, sodass ich da nicht mehr warten muss. Und sobald das Ganze sprudelnd zu kochen anfängt, sollte es eine Minute lang kochen und dann ist unser Pudding auch schon fertig. Also jetzt eine Minute, schön weiterrühren, die Hitze runterstellen, dass nichts anbrennt. Und ihr seht, wie fest das Ganze ist. Und das muss es ja auch, denn es ist ja schließlich unsere Tortenfüllung. Und es wird auch noch ein bisschen flüssiger, weil jetzt die Äpfel ja auch noch Feuchtigkeit mit reinbringen. So, fertig. Wir können das Ganze runternehmen vom Feuer. Jetzt geben wir uns hier unsere Äpfel dazu. Ich hoffe, das passt hier jetzt alles rein. Und da seht ihr, da kommt ja auch noch der Zitronensaft mit dazu. Und die heben wir uns jetzt gerade unter. Vielleicht so in zwei Portionen. Ich sehe gerade, mein Topf ist auch ein bisschen zu klein. Also einen großen Topf verwenden am besten, damit ihr das nachher gut unterheben könnt. Und wenn das Ganze jetzt so verrührt ist, können wir es auch schon auf den Boden geben und den Kuchen backen. Wenn ihr diese Torte in der Weihnachts- oder Adventszeit zubereitet, könnt ihr selbstverständlich hier auch noch weihnachtliche Gewürze hineingeben, wie Zimt oder Anis oder irgendwas, was euch gefällt, Spekulatiusgewürz. Das passt alles dazu. Da wir jetzt gerade erst am Anfang des Herbstes sind, mache ich das nicht, aber das ist durchaus eine Option. Außerdem kann man auch gut gehackte, geröstete Walnüsse dazugeben oder und Rosinen. Also ganz nach Geschmack lässt sich diese schöne Füllung variieren. Mein Boden war jetzt die ganze Zeit im Tiefkühler und ist richtig schön hart geworden. Und das ist auch wichtig so, dass es so ist, damit er einfach nicht schrumpft während des Backens. Und wir geben uns jetzt die etwas abgekühlte Füllung hier auf den Boden. Die muss nicht ganz abgekühlt sein, aber ein bisschen nicht brühend heiß drauf geben. Das ist schon wichtig. Meine dampft noch. Ich sage gerade nicht brühend heiß raufgeben und mache es selbst. Ja, also ein bisschen abkühlen lassen eher, damit einfach der Boden nicht angegriffen wird, nicht zu schnell schmilzt. Aber wir haben ihn ja auch tiefgekühlt, insofern sollte da nichts passieren. Und in den Ofen kommt das Ganze ja sowieso jetzt. Das Ganze schön glatt streichen. Und ihr seht, das war schon die richtige Menge. Perfekt für diese Form, 26 cm Springform. Da passt diese Apfelfüllung wunderbar rein. So, wunderbar. Das Ganze sieht jetzt schon schön aus. Das wird jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 45 Minuten ungefähr in der Mitte des vorgeheizten Backofens gebacken. So, und hier kommt unser fertig gebackener
Apfelkuchen sieht wunderschön aus. Ein bisschen zu dunkel, wie oft bei mir. Also ihr könnt die Temperatur auch runterstellen auf 185 bis 90 Grad. Hier ist er mir ein bisschen dunkel geworden, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker duftend. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich komplett auskühlen lassen, damit wir unsere Schmandsahne dann nach oben aufgeben können und das Ganze nicht schmilzt. Das heißt, am besten das am Vortag zubereiten, über Nacht stehen lassen, dass sich alles schön setzt und richtig gut abkühlen kann. Und dann sehen wir uns wieder zum finalen Dekorieren der Torte. So, der wunderschöne Apfelschmandkuchen war jetzt bei mir über Nacht einfach kalt gestellt und ist so ein bisschen eingesackt. Das ist genau richtig für uns, denn wir wollen ja jetzt noch die leckere Schmandsahnecreme mit Zimt oben aufgeben. Und dann ist unser Apfelschmandkuchen, unsere Apfelschmandtorte, auch schon fertig und wir können sie anschneiden und genießen. Dafür geben wir uns jetzt die Sahne, die sollte gut gekühlt sein, in eine Schüssel. Keine Angst, das ist recht viel, aber das soll so sein, damit es einen schönen sahnigen Schmandbelag ergibt. Wir brauchen jetzt hier auch keinen Sahnesteif, weil der Schmand ja nachher noch hinzukommt und das Ganze festigt. Die Sahne schön erstmal anschlagen und dann erst hochstellen und dann ist das auch kein Problem, braucht man keinen Spritzschutz. Wenn die Sahne so schön halbsteif ist, geben wir noch den Zucker dazu, lass ihn einfach dazu rieseln. So, und dann gebe ich mir noch den Schmand hinzu, den gerade so ein bisschen miteinander verdrücken, verrühren, damit er nicht so als Klumpen da in die Sahne reinkommt. Den wollen wir nur gerade unterheben. Und dann gebe ich noch ein bisschen Zitronenschale dazu. Wenn ihr die Torte im Winter zubereitet oder im Herbst, dann könnt ihr auch genauso gut Zimt nehmen oder Tonkabohne oder eben irgendwas, was euch zu den Wintertagen oder zu den herbstlichen Tagen gut passt. Und wie gesagt, ich gebe noch den Rest der Zitronenschale dazu. Das gibt noch einen schönen zitronigen Geschmack in der Creme. Aber das ist optional. Nochmal verschlagen. So, wenn die Creme so schön steif geschlagen ist und gut Stand hat, nicht zu viel Stand, aber auch nicht zu wenig, dann könnt ihr sie auf die Torte geben. Und natürlich könnt ihr die Creme auch noch separat abschmecken. Ihr könnt mehr Zucker verwenden oder auch weniger. Ich denke aber, es ist so in Ordnung, 2 Esslöffel Zucker, denn es kommt ja auch noch Zimtzucker oben auf. Wunderbare Konsistenz, super lecker. Ich glaube, das wird der Hammer, diese Torte. Jetzt setzen wir uns die Torte auf unsere Servierplatte. Einfach mit dem Tortenretter hier unten reingehen. Den Ring habe ich schon abgemacht. Und ihr seht, das geht auch sehr, sehr gut, wenn die Torte schön sich gesetzt hat über Nacht. Also am besten am Vortag zubereiten, dann habt ihr auch keinen Stress am nächsten Tag und könnt sie dann einfach frisch servieren. So, vorsichtig hier rausziehen und den Tortenretter rausziehen unter der Torte und sie sitzt perfekt auf der Platte, fast perfekt. Bisschen verschieben noch, kann man sie auch, kein Problem. Und jetzt können wir unsere Creme auf die Torte geben und so schön in Berg und Tal verteilen. Und das ist richtig so ein Bergcreme. Also wenn euch das zu viel erscheint, könnt ihr auch noch einen Teil für ein anderes Dessert verwenden. Ich finde es jetzt fast ein bisschen viel. Ja, aber ist ja lecker, ne? Also das gibt nochmal eine richtig schöne Sahnehaube, Sahne-Schmandhaube. Ich mache jetzt mal alles drauf, mal sehen, wie es sich dann macht. Und wie gesagt, das Ganze jetzt so schön in Berg und Tal verstreichen. So, ich habe mir etwas Zimtzucker angemischt und gebe das jetzt hier so vorsichtig über die Torte. Einfach so ein Hauch. Ihr könnt auch nur Zimt verwenden, aber ich finde die Kombination gut aus Zimt und Zucker. Schmeckt immer so fantastisch. Meine Kinder lieben das.
Und ich gebe am Schluss dann noch so einen Hauch Zimt, also Zimt alleine über die Torte. Und natürlich jetzt noch der finale Hauch Zimt. Also nur Zimt, ohne Zucker. So, wunderschön sieht die Torte aus. Sehr, sehr herbstlich. Sehr, sehr golden. Und wenn man sie anschneidet, offenbart sich diese wunderschöne Fülle. Das werden wir jetzt gleich sehen, denn ich werde sie jetzt für euch probieren. So, dann schneide ich das leckere Törtchen mal an. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon richtig drauf. Und ich werde es ja auch heute jemandem mitbringen, der mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt. Ihr könnt natürlich vor dem Anschneiden wie immer kühlen am besten. Wunderschön sieht's aus, super lecker. Wie immer muss natürlich noch ein zweites Stück sein. Und ja, herrlich. Einfach ein himmlisches Törtchen für den Herbst, aber eigentlich auch fürs ganze Jahr, genau genommen. So schön. Ich liebe solche einfachen und schönen klassischen Torten. So, ich freue mich jetzt total, probieren zu dürfen. Es sieht so lecker aus. Bei uns ist es momentan sehr, sehr warm durch die Lampen hier beim Drehen. Vor dem Servieren sollte man die Torte unbedingt noch mal eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Das habe ich jetzt aufgrund der Drehbedingungen nicht gemacht. Deswegen fließt es so ein bisschen. Keine Sorge, das wird euch nicht passieren, denn ihr stellt sie ja kalt. Aber das tut dem Geschmack auf jeden Fall keinen Abbruch. Es ist wunderbar lecker. Es duftet wahnsinnig gut. Oh mein Gott. Ein Traum. Wahnsinn. Was soll ich sagen? Eine traumhafte Kombination aus diesem knusprigen, süß-säuerlichen Mürbeteig, den süß-säuerlichen Äpfeln und dieser fantastischen Sahne, Schmandschicht, also ja, was braucht man mehr, oder? Eine fantastische Torte, absolute Nachbackempfehlung für euch. Das war die wunderschöne herbstliche Apfelschmandtorte. Ich hoffe, ihr backt diese Torte einmal nach. Es lohnt sich wirklich. Und schickt mir dann eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Taggt mich mit @sugarprincessy. Vergesst bitte auch nicht, mir einen netten Kommentar gerne mit Tortenwunsch zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir haben inzwischen jetzt über 50.000 Menschen hier. Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass so viele Interesse an meinen Rezepten haben. Ja, und wir sehen uns hoffentlich, wenn es bei mir gut weitergeht mit der Hand und auch mit dem Krankheitsfall bei mir in der Familie, nächste Woche Sonntag wieder um 10 Uhr. Und die Videos aus Kroatien kommen hoffentlich auch. Ich muss gucken, wie ich dafür Zeit finde. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ja, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss!